ersten 100 plus Obsidian-Flammkarten stehen. Dann haben wir neue Eevee-Karten und auch der alte Galaxy-Holo-Foil-Effekt kommt wieder zurück und vieles mehr in der heutigen News fangen wir an. Und wir starten gleich mit der Eevee-News mit Eevee, Evoli, Psyana und Nachtara from Ruler of the Black Flame. Und hier steht es auch nochmal, Ruler of the Black Flame ist das japanische Set, was heute in einer Woche am 28. Juli erscheinen wird und wird ein Teil von unserem Set Obsidian Flamme sein, was im August released. Und das ist sehr, sehr, sehr big, Freunde. Es sind nicht nur ganz normale Uncommon-Karten, das sind auch Karten, die haben durchaus das Potenzial, eine Galeriekarte zu bekommen. Und das wäre schon sehr, sehr, sehr big, weil halt die Eevee-Karten, vor allem das Nachtara, unglaublich beliebt sind. Ich meine, die sehen ja auch schon so richtig, richtig gut aus. Und ich denke, das wird auch viele freuen, die werden noch bei vielen in die Sammlung reinkommen. Günstige Karten, schöne Artworks, genau das, was die Fans haben wollen. Dann als nächstes Scarlet and Violet 151 to feature Galaxy Holo Foil Energiekarten. Und das ist sehr big, das haben sie erst vor kurzem auf Instagram gepostet. Der alte Galaxy Holo Foil Effekt von vor über 20 Jahren wird neu aufgelegt und bei jeder Energiekarte. Und hier stellt sich die Frage, sind die Energiekarten garantiert in jedem Booster? Durchaus möglich, weil es sich hierbei um ein Sonderset handelt und die haben eigentlich immer garantierte Hits. In Schimmernde Legenden waren es immer die garantierten Holo-Karten. Bei Zenith der Könige gab es auch holographische Energiekarten, aber die waren nicht in jedem Booster garantiert, die waren ein bisschen seltener. Und das könnte auch hier sogar der Fall sein, weil die hier, man sieht es, 005, die nummeriert sind. Ich halte beides für wahrscheinlich, egal was eintreffen wird, das sind keine Karten, bei denen man jetzt viel zahlen muss, um halt alle Energiekarten zu besitzen. Dann haben wir neue EX Battle Decks featuring Kangama und Quajutsu EX für Oktober. Den New EX Decks mit beiden Pokémon werden am 6. Oktober für $9.99 rauskommen. Und das ist schon sehr, sehr big, Freunde. Ich habe den erst vor kurzem, ich glaube bei der letzten News-Folge, erwähnt, dass ich das mir wünschen würde, wenn Decks rauskommen würden, die einfach unglaublich günstig sind. Nur die Karten, kein Schnickschnack, nicht mehr, nicht weniger. Und das kommt da schon sehr, sehr nah dran. Und hier sehen wir einmal Kangama EX. Und ich finde solche Decks gut, wenn ihr jetzt nicht so viel aufmacht oder nicht das Geld habt zum Aufmachen. Ihr wollt es aber trotzdem zocken, dann habt ihr hier ein Deck, mit dem ihr sofort loslegen könnt. Und auf einmal hier war Jutsu Greninja. Finde ich nice. Ist wirklich nicht verkehrt, kann man machen. Dann gab es einen Diebstahl. Ein Pokémon-Produkt im Wert von über 400.000 australischen Dollar wurden geklaut. Ich habe es euch erst vor kurzem auf dem Hauptkanal gezeigt. Ich lasse es einfach mal hier abspielen, während ich ein bisschen quatsche. Ich kann nicht näher reinzoomen, das ist schon maximal. Und da hat jemand, ein LGS-Betreiber, einen Kartenshop oder ein angehender Kartenshop, Sachen gepostet von seinem Inventar mit voller Stolz. Er wollte halt zeigen, jo, Freunde, das habe ich, das wird bald in meinem Shop verfügbar sein. Und hat, so wie es scheint, auch zu viele Daten preisgegeben, vor allem sensible Daten, weil die Sachen wurden alle geklaut. Hier sehen wir noch, alles ist noch verfügbar, sogar Evolving Skies mit dem eventuell Nachtara drinne. Und dann, after the robbery, sehen wir, dass halt nicht alles, also nicht zu 100%, aber die wichtigen Sachen wie die ETBs, ihr werdet es gleich sehen, wurden geklaut. Und das ist schon sehr, sehr, sehr heftig, dass man sowas sehen muss. Hier das Regal, das war ja eben randvoll gewesen mit ETBs oder Top-Trainer-Boxen und das ist halt alles leer. Und angeblich ein Wert von 400.000 US-Dollar. Hier ist sogar nochmal aufgelistet, 53 Cases von ETBs mit Evolving Skies und so weiter und so fort. Und das ist schon sehr, sehr heftig. Finde ich persönlich super schade, weil das macht ja auch das Hobby ein bisschen aus, die Sammlung zu zeigen, so neue Kontakte zu knüpfen, die nicht vorhaben, alles zu klauen und halt auch in Kontakt mit neuen Leuten zu kommen. Das sehe ich bei uns im Discord zum Beispiel, Link in der Videobeschreibung, dass das die Leute gerne machen. Das kommt auch gut an, aber das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr schade. Ich hoffe, der Typ ist gut versichert. Dann stehen die neuen Gym-Promos für Juli und diese erscheinen in Japan am 28. Juli und das sind Promokarten, die man in einem Tournament, in einem Gym-Tournament gewinnen kann, in einem One-Card-Promo-Pack. Und so schauen die ganzen aus. Das sind dann immer kleine Teaser für Promokarten, die wir in der Zukunft bekommen werden. Das sind halt interessante Karten, vor allem hier mit dem Gym-Logo hat man sich so ein kleines Set, was man sich so holen kann.
sind schöne Karten, jetzt aber nichts Großes. Hier zum Beispiel das Pi sehe ich bei uns bei Obsidian Flammen, auch Reverum oder auch Grusha. Ich glaube, die ist sogar holographisch. Und jetzt kommt eine größere Sache. 108 oder besser gesagt alle 108 Ruler of the Black Flame Cards revealed. Das ist big. Dieses Set erscheint am 28. Juli in Japan beziehungsweise am nächsten Freitag. Und das ist ein großer Teil von Karten, die wir bei uns in Obsidian-Flammen bekommen werden. Zum Beispiel auch hier, den haben wir ja eben gesehen als EX-Karte. Und auch die Glumanda-Reihe, Glutexo. Und das Set hat einen starken Fokus auf Glurak. Einige schöne Schätzchen wie, ja, auch ihn. Den werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Aber ich werde es euch in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch nochmal in Ruhe alle 108 Karten anschauen. Das ist nochmal vor den Secret-Rare-Karten, beziehungsweise vor den seltenen Galeriekarten oder Illustration Rare Karten. Die bekommen wir wahrscheinlich im Laufe jetzt der nächsten Tage als Leaks. Was auch interessant ist, dass sie hier Taubos mit reinpacken. Taubos hätte eigentlich bei 151 gut reingepasst, aber gut, machen sie da rein eine gute, schöne Karte. Und eben habe ich es ja schon angeteasert, die erste seltene Karte oder eine weitere seltene Karte wurde angekündigt. Ice Q EX, der Pinguin mit den Feuerkronleuchter. Ich glaube, die wird nicht bei jedem so gut ankommen. Und das Interessante ist, die Karte ist auf Englisch. Englische Leaks kommen immer früher und früher. Das finde ich interessant. Lasst mich gerne wissen, wie ihr die Karte so findet. Ich finde die sehr, sehr nice. Und das war's mit den News. Lasst gerne ein Like und ein Abo mit der Glocke da, um das zu supporten. Schreibt gerne einen Kommentar, welche News findet ihr am interessantesten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.